Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. So, jetzt schauen wir mal. Alles voller Dreck. Hier ist alles voller Dreck. Okay, Jungs, habt ihr was? Wir müssen mal wieder schlafen, damit wieder Tag ist. Kann ich hier schlafen bei dir, Kollege? Du hast hier ein Bett hier, oder? Ein Bett. Ja, hier ist ein Bett. Du gehst jetzt nicht ins Bett, oder? Fuck. Warum wächst du mich? Der gute alte Lee. Wenn ich dem Lee jetzt meine Teleportsteine gebe, was passiert dann? Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Gibt's Probleme mit den Orks? Ist es in Nordmar kalt? Die Säcke machen sich im ganzen Land breit. Sie plündern unsere Gräber, überfallen unsere Händler und verscheuchen unser Wild. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Unternehmt ihr was gegen die Orks? Die Orktöter sind unterwegs. Und jeder Ork, der ihnen über den Weg läuft, wird umgehauen. Klingt unorganisiert. Ist es auch, aber sehr wirksam. Aber wenn du es genau wissen willst, rede mal mit Kurth. Ich habe gehört, er hat einen Plan. Der will mit mir jagen gehen, genau. Dann warte am Teleportort. Muss ich den König mit ihm töten? Also wenn ich die Mission mache, muss ich den König dann töten, oder? Wie schaut's aus? Braucht man den König? Jetzt gehe ich mit ihm jagen. Lass uns jagen gehen. Alles klar. Folge mir. Ich weiß, wo es was zu schießen gibt. Vielleicht will ich den König gar nicht töten. Oder will ich ihn töten? Er trägt doch eigentlich zur Story bei, oder? Armselige Kreatur. Dolek. Oder eine spastische wieder rein. Fuck. Der stirbt, Alter, flippig aus. Ja.
to my wife. Wem hast du's gezeigt? Oh, fuck. Da. Oh. Da. Dem hast du's gezeigt. Oh. Da. 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 So treffe ich den nicht, der steht doch direkt vor mir. Oh. Dich wird niemand vermissen. Ja, das mit Lee ist jetzt so eine Zwickmühle. Lee ist cool, aber den König will ich auch nicht unbedingt töten. Ich meine, so, hier sind wir. Normalerweise wimmelt es hier von Beute. Also halte deine Augen offen und deine Waffe griffbereit. Ich weiß nicht, warum ich den König töten sollte halt. Da sind noch mehr von den Biestern. Wem hast du's gezeigt? Der Kollege, hier ist alles tot. Was jetzt? Was? Ich muss Xaras killen. Wieso ist das schon wieder verbuggt hier? Stehst du hier jetzt einfach nur dumm rum, Junge? Ups. Es langweilt mich, dass du, sobald du einen tötest, einfach das ganze scheiß Dorf kommt. Wo du dich nicht mal siehst. Können schon alle kommen, aber doch nicht, wenn die mich nicht sehen. Wenn ich am anderen Ende der Karte bin, dann... Das ist das Doofe. Normal gehen, kommen ja auch nicht angerannt. So eine
Kuppel war es ja auch gescheit, aber hier, sobald du den ersten Ork schlägst, kommen einfach alle aus allen Löchern gerannt. Die dich gar nicht wissen, dass du da bist eigentlich, rein theoretisch. Ah. Bleib stehen, Mora! Hör mal, das Ziel immer zu wechseln. Das langweilt mich auch. Ja, wenn ich die Stadt befreie, dann greife ich ja irgendjemanden in der Stadt an. Das sehen die mich ja, aber nicht hier. Irgendwo im Wald töte ich einen von denen und dann kommt die alle angerannt. Weil natürlich, wenn ich eine Schlägerei in der Stadt anfange, dann sehen das ja die anderen. Ist ja logisch, dass sie dann angreifen. Hören Sie mal trotzdem. Okay, der Typ ist jetzt weg, alles klar. Müssen die Orks dann richtig, richtig gute Ohren haben. Aber nur in Nordmar. Das, was ich mir gedacht habe, ich habe eigentlich fast die 300.000 zusammen. Soll ich das zahlen und in die Stadt gehen? Lieber vorher speichern. Ja, das sowieso. Die macht der Ahnen, Teleportstellen, Rüstung. Eina Scrub. Ich hab's noch nicht ganz zusammen. Ich brauche ja 105.000 oder sowas. Da vorne ist so ein Grab, genau. Okay, alles klar, komm her.
Würde ich es lieber vorher speichern. Hört sich nicht sehr gut an. Als wären wir eine Verarsche quasi. Ah, da ist Blut. Da gehen wir gleich lang. Wir gehen erst in die Höhle hier. Und das Grab. Weil ich dachte, das war die erste Stadt, wo du hingegangen bist. Du hast mir doch... Ach nein, was nicht, sorry. Du hast mir gesagt, ich muss da nach Murasu gehen als erstes. Na. Da. Ah, voll den Rücken. Was sie. Da. Da. Bevor ich Zeit dran account, dann lässt er mich nicht rein. Das wäre schon hart. Ich hatte voll viel Mühe gegeben. So. Na. Vielleicht klären wir die Assassinen und gehen dann in die Stadt. Das bringt mir ja nichts, dann mögen sie mich nicht mehr. Fleischschwanze killen. Da! Ich denke mir die ganze Zeit, bald habe ich das meiste gesehen. Und dann fällt mir ein, ich muss ja noch alle Städte irgendwie befreien. Hauptstory-mäßig bin ich auch noch am Anfang. Wir haben noch die erste Quest. Nein, die zweite. Die erste war für eine Xardas. Blöde Penner-Skeletten hier.
Weißt du, was ich ein bisschen doof finde? Was ist eigentlich bei jedem Rollenspiel so? Ich weiß nicht, ob ich alle Nebenquests gefunden habe oder ob ich was übersehen habe. Weißt du, was ich meine? Irgendwo in der Wildnis vielleicht, dass da irgendwo ein Typ steht, den ich nicht gesehen habe. Aber das ärgert mich bei jedem Rollenspiel. Also nie weißt du, ob du wirklich jeden gefunden hast, der es zu finden gibt. Oder ob du eine coole Quest ausgelassen hast vielleicht. Ich kann doch eigentlich Licht zaubern, oder nicht? Ich wollte das lernen, mir haben die Lernpunkte gefehlt, so war das. Ich wollte es lernen, aber ich hatte keine Lernpunkte mehr, weil ich alles verschwendet habe. So ist das gewesen. Das heißt, ich brauche Lernpunkte. Ich habe 11. Jetzt kann ich es lernen, aber ich muss wieder zu so einer Statue. Was eigentlich die ganze Woche? Hattest du was los? Fängt bei dir wieder die Uni am Donnerstag an eigentlich? Ehrlich sagen, dieses Masse statt Klasse in Gothic 3 langweilt mich. Dass du immer statt gegen einen guten Gegner einfach gegen 20 schlechte kämpfen musst.
Ja, aber das ist einfach nur nervig. Was, du kämpfst gegen 20 Skeletten? Du wirst einfach von eins eingeschlagen, dann macht der Spieler immer so, drei Minuten lang, Alter. Das ist echt nervig, finde ich. Ball da. Da schießt du wieder einer mit Bogen. Ich sollte eigentlich noch einen normalen Fuß. Aber ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie es in Risen war. Ob da auch Masse statt Klasse war oder ob da weniger Gegner war. Hey, morgen, Chaos Ruler. Chaos Rules. Okay. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Chaos Rules. Ah, das sind noch welche, okay. Der Gothic 2 ist genau richtig. Da kannst du gegen Viech kämpfen, kannst ein bisschen, wenn du gut spielst, kannst du auch ein stärkeres Viech vielleicht mal töten. So, mir geht's gut. Und dir? Immer noch einer. Ja. Abgebrochen. Kein Bock auf Schaffen. Ah, kenne ich. Habe ich zum Glück hinter mir für heute. Dort ist ein Loch in dem Sockel. Dort kann man etwas hineinstecken. Hm. Okay, jetzt ist die Frage, wo liegt denn der Scheiß? Naja, einen Tag noch. Zwei Tage noch, heute ist erst Mittwoch, fuck. Heute ist erst Mittwoch, scheiße. Irgendwie habe ich gedacht, heute ist schon Donnerstag. Also,
Es ist Donnerstag, aber ihr wisst, wie ich meine. Jo. Das ist die hier oben. So, ich würde sagen, wir speichern und beenden hier die Folge und die nächste Folge. Schauen wir mal, was da abgeht. Wenn die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.